Du läufst mit deinem iPhone und filmst, doch das Bild ist verwackelt. Es geht auch anders, mit dem iStabilizer. Tach, heute eine weitere Hilfe zum Produzieren guter Mobile Gamer Videos mit dem iPhone. Es ist natürlich keine Steadicam-Halterung für ein paar tausend Euro, aber ein guter Schritt in die Richtung. Normalerweise passiert es beim freihändigen Filmen, dass man die Kamera neigt. Diese Neigung kann durch den iStabilizer gemildert werden. Und durch seinen Federmechanismus werden die Schwingungen vom Laufen gedämpft. Schauen wir uns das Produkt mal im Detail an. Der iStabilizer besteht aus einem Griffstück mit einem Schwenkarm. Beide Teile sind durch ein Gelenk verbunden. On top befindet sich eine Halterung für das iPhone. Diese ist von der gleichen Bauart wie das Zusatzobjektiv LS401. Durch die Gewichte am Fuß des Bügels und der kleinen Wasserwaage oben kann man das iPhone austarieren. Und durch diese orangene Stellschraube am oberen Bügelende kann die Kameraposition, also die Neigung, ausgeglichen werden. Und wieder die Frage, kaufen, das Ding kostet 100 Euro. Da lohnt sich die Anschaffung definitiv nur, wenn man öfter Videos drehen möchte mit sauberen Kameraschwenks. Mein Tipp, wenn ihr euch das Produkt kaufen solltet, ist, die Gewichte hier unten finde ich persönlich zu klein. Nehmt schwere Gewichte, dann braucht ihr zwar ein bisschen mehr Kraft, aber ihr haltet das gesamte Gerät noch wesentlich ruhiger. Das iPhone hier oben hat ein gewisses Gewicht und führt auch dazu, dass das Ganze ein bisschen schwingt. Meinem Eindruck, wenn ihr es machen wollt, wenn ihr es kaufen wollt, größere Gewichte. Die Alternativen zu diesem Produkt hier kosten wenigstens das Doppelte bis das Dreifache. Good night and good luck. Outtakes. Wenn man schon das Ganze filmt, sollte man darauf achten, dass die Kamera auch nach vorne schaut. Fast schon ein Stunt, sprechende Tonspur ohne Brille. Doch das Bild ist verwackelt.